runter. Machen wieder auf. So, machen wir das hier ab. Hier hoch. Machen wir das ab. Und jetzt klappern das hier an. Oh, diese Spinnen. Ich guck da gar nicht hin. Ich sehe dich gar nicht. Leben und leben lassen und so. Ja, du bist virtuell. Du machst mir nichts. Solange du klein bleibst. Alter, wehe, da kommt noch so ein Riesenvieh. Ich wäre nicht schön. So. Ach. Okay, dann komme ich damit so weiter. Das ist okay. Aber erstmal will ich meinen Knopf. So. Meiner. Sind wir in der Höhle. Ach, da unten ist ein Speicherpunkt. Yay! So, machen wir uns mal hier fest. Erstmal reingefallen und falsche Taste gedrückt. Das ist typisch. Was? Oh, du schon wieder! Warum frisst er uns? Wir sind doch nicht mal lecker. Du Hamster, jetzt aber schnell. Ja, nee, los. Okay, bis dahin bin ich aber schon mal ganz gut durchgekommen. Das war ja schon mal was. Miauf, Jani. Der möchte bestimmt nur spielen. Der meint das nicht so. Was war denn das bitte? Springst du bitte auch mal, wenn ich dich springen lasse? Das sieht so brutal aus. Oh Gottchen. Guck da nicht hin. Runtergefallen. Ich hoffe aber, es geht ihm doch gut, oder? Dem geht's bestimmt gut. Da ist ein Knopf. Ich hole mir zuerst den Knopf. Oder? Okay, ich hole mir nicht zuerst den Knopf. Geh noch mal hier hin. Zeig mir noch mal das Ganze. Zeigst du mir noch mal bitte das ganze Bild? Na gut. Ich guck mal, wo ich so hinkomme. Au. Okay, hier komme ich nicht. Ich muss also von da unten irgendwie lang. Vielleicht kriege ich irgendwo noch was her. Ich glaube, ich habe sogar eine Idee, wo ich was herbekomme. Okay, ich mache hier nochmal ab. Und wir gehen erstmal in die andere Richtung. Da oben lag doch irgendwo ein Eimer, ne? Mir war doch so. Vielleicht können wir den ja mit hier runterholen. Nee, nee, eine Richtung, da will ich hin. Du Trottelchen, halt dich doch mal fest. Honk.
Oh Mann, ey. Das ist auch so ein kleiner Körperklaus, oder? So, hier geht es auch lang. Das ist komisch. Aber wie kriege ich jetzt den Eimer da runter? Wie kriege ich dich jetzt hier runter, sag mal? Jetzt habe ich keinen Garn mehr. Ist ja wieder... Kippen können wir den ja auch nicht oder so, ne? Der scheint einfach. Komm runter. Ich versuche das mal festzumachen, vielleicht geht das. Nee, ne? Knüppern tust es nicht. Vielleicht ist der Eimer auch, habe ich mich getäuscht und der ist einfach nur dazu da, dass ich hier... Na los! Dass ich da hinten hochkomme. Hier sind so viele Knüpperpunkte, das irritiert schon ein bisschen, ne? Na, alles klar, das ist eigentlich nur dafür da, dass ich hier hochkomme. Und da will ich jetzt ja eigentlich noch gar nicht hin. Ich will ja den Knopf noch haben. Ja, da baumelt. Oh Gott. Oh Meier. Okay, pass auf. Ich gehe da, versuche nochmal den Knopf zu kriegen. Und dann kommen wir nochmal zurück hier. Was hoch da? Das, also ich brauche hier irgendwas zum... Irgendwas muss ich hierher bringen zum Rollen oder so. Aber das Ding ist was? Was? Bestimmt haben es alle schon wieder längst gesehen außer mir. Das ist doch typisch. Mich hier eigentlich irgendwo hin? Nee. Guck da so hoch. Was hast du denn hier?
nicht ziehen, ne? Nee. Bringt auch nichts. Ich hätte aber doch so gerne die... das Blümchen, den Knopf. Hätte ich gerne, bitte. Haha, hab ihn. Was? Tihi. Dankeschön, kleine Wurzel. Nanu? Irgendwie hat sich mein Faden hier festgebackt. Danke. Und machen wir das mal wieder ran. Sehr schön. So, jetzt muss ich hier mal in die andere Richtung, damit... Ups. Und zack. Damit ich hier meine Brücke bauen kann. Oh nee, pass mal auf, ich baue erst die Brücke. Und dann hole ich den. So. Klack. Ja, das musste so. Ich wollte euch dann nochmal zeigen, dass man das halt nicht so machen kann, wie ich das dachte, sondern dass man da... so wie ihr das dachtet natürlich. Jetzt. Okay, jetzt. Jetzt habe ich hier natürlich keinen Garn mehr. Gut. Wir probieren es nochmal einen hochzuziehen. Diesmal klappt es bestimmt. Komm. Seht ihr? Man muss es nur öfter probieren. Hallo, mein Knopf. Ups. Verknäuelt. Finde das versteckte Geheimnis im Berglabyrinth. Hab's gefunden. Und freu mir einen Ast. So, und jetzt kommen wir raus aus der Höhle. Und wieder im hellen Sonnenlicht. Hier geht's nicht lang, aber hier geht's lang. So. Da ist wieder eine Erinnerung. Ein Mensch mit einem grünen Rucksack. Sieht jetzt aber nicht aus wie ein Kind, oder? Und ansonsten haben wir da unten die... ach, das ist hier unten das unter Jani direkt der rote Knäuel, das ist aus dem Labyrinth. Und die Sachen davor, was bist du denn? Mecho? Cold Wire oder sowas? Also unten Draht? Das hat ja super geklappt. Also mit den Erinnerungen gerade, es scheint ein bisschen komisch zu sein. Ich weiß nicht, wozu ich den brauche. Vielleicht muss ich den hier irgendwie so ein bisschen runterziehen. Komm mal her. Nein, 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 nein. Schön wieder raus aus dem Wasser. Da springt er da einfach todesmutig rein. So.
ich dich jetzt hier festmache und dich hier reinrollere. Hui! Genau so habe ich mir das nämlich gedacht.